Hallo und herzlich willkommen zu meinem Zeig uns und diesmal zeige ich euch Far Cry 3. Far Cry 3 ist gestern erschienen und ich hatte auch schon Gelegenheit vorgestern das Ganze etwas anzuspielen, weil ich das Spiel einen Tag früher gekriegt habe. Wir hatten gestern auch eine ganze Weile Multiplayer gespielt, nämlich Coop und den richtigen Multiplayer, aber da haben wir nur den Team Deathmatch angespielt. Dazu zeige ich euch vielleicht noch ein separates Video, also ein extra Video. Ich zeige euch jetzt erstmal nur den Singleplayer. Und wir fangen doch auch gleich mal an mit den Optionen, wie wir das immer tun. Also in den Optionen haben wir in Far Cry 3 diese Untermenüs und es gibt zwei Grafikmenüs. Also erstens gibt es hier Grafik und da ist dann sowas drin wie die Auflösung, ob man Fenstermodus will und ja, DirectX und so ein Zeugs halt und das Sichtfeld. Finde ich ganz gut, dass das auch wirklich so drin ist. Ich habe das jetzt mal auf 90 gestellt. Ich werde es, also 90 passt mir ganz gut. Ich werde es vielleicht noch auf 100 stellen. Und sonst gibt es hier eigentlich nicht wirklich viel, was man ja an Grafik einstellen kann. Eigentlich gibt es gar nichts, was man wirklich an der Grafik einstellen kann. Und dann gibt es noch das zweite Menü, das Grafikqualität. Und da haben wir dann hier diese Untermenüs, wo wir dann genauer sagen können, was wir denn jetzt wie einstellen können. Und das Menü ist dann auch eigentlich wichtig, um das Spiel auf euren PC zu optimieren, damit das auch flüssig läuft. Hier hätten wir zum Beispiel Texturen, Schatten, was auch viel Leistung frisst, PostFX, das heißt, das ganze Bild wird am Schluss nochmal etwas überarbeitet oder so. Sonst, ihr könnt auch mal googeln nach Battlefield 3 mit und ohne PostFX. Es ist, macht schon richtig viel von der Atmosphäre aus. Ich habe es jetzt einfach mal auf Mittel gestellt, weil ich halt gestern auch Multiplayer gespielt habe und da habe ich lieber etwas weniger Grafikdetails und dann noch ein paar Frames mehr. Alles in allem muss ich eigentlich sagen, es ist ein relativ ausführliches Menü. Ich finde es ganz gut gelöst so und kann wirklich sagen, dass das Spiel sehr viele Optionen hat, die mir wirklich gut gefallen. Auch was ich jetzt in den letzten 3-4 Spielen gesehen habe, dass man auswählen kann, auf welchem Monitor das Ganze abspielt. Das sollte man... Wo habe ich denn das gefunden? Das war, glaube ich, auch noch irgendwo. Vielleicht unter Kalibrierung? Nein. Naja, ich glaube zumindest, das war auch drin. Bin ich mir nicht mehr ganz so sicher. Und das Ganze ist auch erst seit Patch 1.01 so, also vorhin hatte man hier in den Grafikoptionen das Sichtfeld, hatte man einfach einen Faktor, man wusste gar nicht, was denn jetzt wie viel ist, also dass jetzt 90 ist, das Sichtfeld, das vorhin war es einfach nur irgendein Wert und man konnte eigentlich nichts damit anfangen. So, die Steuerung ist ganz simpel gehalten, Tastatur und Maus. Und was vielleicht auch noch ganz wichtig ist, Mausbeschleunigung, das mache ich generell bei jedem Spiel aus. Das ist halt, wenn man eine Maus, eine anständige Maus hat, die man anpassen kann, eine Geschwindigkeit anpassen kann, dann möchte man, dass das Spiel nicht auch noch die Maus nochmal anpasst, weil sonst kann es dann ziemlich mühsam werden. Und ja, Vibration ist, sollte klar sein, gibt es nur auf dem Gamepad. Zu den Gameplay-Optionen gibt es hier den Schwierigkeitsgrad, also ich spiele es jetzt auf dem schwersten. Ich empfehle generell, das auf dem schwersten zu spielen, weil alles andere ist einfach wirklich viel zu einfach. Wenn man mal ein Scharfschützengewehr hat, und das hat man sehr früh, da kann man die ganzen Dörfer eigentlich aus der Entfernung alles ausradieren, ohne dass man da ernsthaft in Schwierigkeiten gerät. Und die Gegner, also ein Kopfschuss und die Gegner sind tot. Das gefällt mir wirklich gut. So, Waffenmarkierung, Zielhilfe ist natürlich aus, Fadenkreuz an. Ja. Das wäre es dann eigentlich auch schon von den Optionen. Wir springen, glaube ich, jetzt einfach mal ins Spiel. Ich habe hier schon mal geladen. So.
Also, die Karte, die hat man von Anfang an im Spiel. Ich zeig dir jetzt einfach mal. Ich habe auch noch nicht so viel aufgedeckt. Also, ich habe vielleicht 4 Stunden oder so gespielt. Und man ist einfach immer wieder von irgendwas abgelenkt. Man geht da mal gucken, man geht hier mal gucken. Das nächste Ziel wäre jetzt hier oben. Ich markiere das jetzt einfach mal. Und ja, ob ich dann da auch noch hinkomme, irgendwann, das kann ich noch nicht sagen. Also ihr seht schon, dass es hier rundherum eigentlich noch mehr gibt. Hier ist, glaube ich, auch, oder hier ist vielleicht fertig. Kann ich nicht mehr ganz sagen. Ich weiß, dass es eine sehr große Karte ist. Und wie ihr hier sehen könnt, ist auch immer alles also so rot markiert. Und zwischendrin haben wir dann grün. Das sind Gebiete, die ich schon aufgeräumt habe von Rebellen bzw. Piraten, wie sie hier genannt werden. Das sind die Anhänger von Vaas. Und ja, auf der Karte, da sehen wir jetzt auch die Tiere, wo die hier leben, weil wir brauchen die Tiere dann für Fell, damit wir dann unsere Ausrüstung craften können, wie zum Beispiel einen Rucksack oder einen Geldbeutel, damit wir mehr Geld mit uns rumschleppen können. Wir sehen zudem auch noch Spezialpunkte, ja, wie das Amanaki, das ist eine Siedlung, und wir haben hier auch die Schnellreiseoption. Das ist immer bei diesen 2 Pfeilen. Wir sehen da auch die Autos. Und wenn wir jetzt gucken, hier unten links haben wir die Minimap. Und da sehen wir dann nur noch die ja, relevanten Daten. Zum Beispiel, wo ist ein Auto? Wo gibt es Pflanzen oder so, die man aufsammeln kann? Ich fahre jetzt einfach mal hier lang. Und okay, das auch aus einer Straßensperre. Ich glaube, da fahre ich jetzt einfach mal weg. Okay, die folgen mir auch nicht. Glück gehabt. Da fahre ich eine nächste Straßensperre. Die habe ich, glaube ich, gesehen. So, ich muss jetzt erstmal gucken. Ah, okay. Ich habe keine Munition mehr für mein Snipergewehr. Die Munition ist für alle Waffen relativ beschränkt, außer für das AK-47, weil die ganzen Piraten benutzen das AK. Ich verstecke mich jetzt einfach mal hier und versuche die dann von hier oben zu töten. Wie ihr auch sehen könnt, habe ich hier einen Red Dot. Den habe ich mir drauf gepflastert. Das ist nicht standardmäßig. Anfangs hat man halt nur Kim und Korn. Waffen schaltet man dann auch immer, wenn man Missionen macht, frei. Ich markiere die jetzt einfach mal schnell. So, ich kann Gegner markieren. Und wie ihr hier sehen könnt, dann sehe ich die auch durch Gebäude, Felsen und so weiter. Das ist wie ein legaler Wallhack. Hier sehen wir jetzt auch schon, wo die sich befinden. Kein Grund zur Sorge. Ob hier noch mehr sind, sonst kriege ich dann von hinten Ärger. Okay, ich fange jetzt einfach mal an. Okay, ich muss gucken, damit mir die Munition hier nicht ausgeht, sonst stehe ich dann gleich mal ohne Munition da. Oh, cool. Okay. Irgendwo hat er noch irgendwas drauf geschossen. Und da sehen wir auch schon wilde Tiere, die laufen hier einfach durch die Gegend. Ich schnapp mir mal hier eine AK. Oh, da ist noch einer. So steht das mal. Genau. Und wir sehen jetzt hier die Tiere, die verhalten sich meist neutral. Außer Tiger und so ein Zeugs, das greift direkt an, und wenn man denen hier zu nahe kommt, dann greifen die halt auch an. Das ist jetzt so eine Warnung. Okay, und die Tiere können auch relativ schnell mal zum Tod führen, weil die dann meist unterschätzt werden und dann doch auch ordentlich austeilen können.
So, wir haben jetzt gesehen, Kasua-Leder kriege ich davon. Es gibt wirklich viele verschiedene Tiere und es wird auch zum Upgraden und so verschiedenes Fell benötigt. Okay, kann ich das einfach reparieren? Nein, kann ich noch nicht. Wie das mit dem Reparieren geht, das habe ich noch nicht rausgefunden. Das sehe ich jetzt gerade zum ersten Mal, dass das repariert werden muss. Vielleicht zeige ich euch mal schnell. Okay, da kommen schon die nächsten. Ich verstecke mich erstmal, bevor ich irgendeinen Müll gehe. Wieder was zu sein. Ja, wenn man hier mal angefangen hat mit dem Rumballern, dann sollte man gucken, damit man da auch irgendwann mal wegkommt. Weil es sonst ziemlich ungemütlich werden kann. Weil da einfach immer noch mehr und mehr kommen, da das Gebiet halt momentan von den Piraten beherrscht wird. Fahren die hier auch Patrouille. Und daher werden da auch unendlich viele weitere kommen. Oder ich vermute mal unendlich viele. Okay, da hat man mich schon wieder gesehen. Wir sehen auch immer diesen den weißen Pfeil da. Der lädt sich mit der Zeit halt auf. Und solange der nicht voll aufgeladen ist, haben sie noch nicht realisiert, dass ich ein Gegner bin, oder? Okay, hier wollen wir nicht hin. Hier bin ich mal gekommen. Das könnte heikel werden. Oh. Autsch. Ich versuche jetzt erstmal abzuschütteln. Wie ihr sehen könnt, sind die auch ziemlich. Autsch. Sind die auch ziemlich. Okay, hier muss ich aussteigen. Und ich bin gestorben. Die sind ziemlich aggressiv, wenn die einmal entdeckt haben. Und wenn man dann nicht schleunigst in die Büsche verschwindet und nicht mehr schießt, dann kleben die auch noch eine ganze Weile an jemandem. Okay, habe ich wenigstens Munition. Wenn man respawnt, wie wir hier sehen können, respawne ich einfach am nächsten Funkturm oder am nächsten Schnellreisepunkt, wo man sonst noch spawnt. Und was das mit dem Spawnpunkt auf sich hat, es scheint mir etwas undurchsichtig zu sein. Manchmal wird man, wenn man getötet wird, verliert man alles Leder und das ganze Zeugs, was man eingesammelt hat, und manchmal speichert es. Also wie das alles genau funktioniert, das kann ich leider nicht genau sagen. Hier sehen wir auch noch eine kleine Nebenmission. Hier müssen wir ein Paket in einer gewissen Zeit abliefern. Okay, da unten scheint schon wir was gesehen zu haben. Hier sehen wir auch, es gibt 250 Gold und 250 Erfahrungspunkte, wenn ich das in der Zeit schaffe. Also machen wir das einfach mal. Und wir sehen auch schon, wo ich lang muss. Da ist immer mit einer Fackel. Okay, das wird relativ holprig. Den Punkt habe ich noch geholt, also geht es hier gleich mal weiter. Die Fahrzeuge, die steuern sich ganz gut. Also ich mag es wirklich, wie die Fahrzeuge sich verhalten. Die rutschen auch, die brechen aus. Man kann es aber auch wieder fangen, und wenn es überschlägt, dann ja, dann ist es relativ bald mal vorbei. Kann ich hier durch? Ja, ich kann durch. Hier unten geht es weiter. Diese Einlagen sind mit verschiedenen Fahrzeugen zu lösen. Es gibt auch mal was mit einem Quad oder mit sonstigen Fahrzeugen. Und es gibt auch Sprünge, die man dann machen muss. So, das haben wir jetzt in der Zeit geschafft. Und das wäre einer von dem Stamm, dem ich jetzt angehöre.
Ich jetzt da noch irgendwo. Naja, ist egal. Die Kisten plündern wir jetzt mal schnell. Das sind die Kisten, die Diamanten, die auf der Minimap angezeigt werden. Die werden einmal angezeigt, bis man es aufgemacht hat. Und dann wird es auch nicht mehr angezeigt. Auch in Zukunft nicht mehr. Ob die sich irgendwann wieder aufladen, weiß ich nicht. Das habe ich jetzt noch nie getestet. Da sehen wir schon die nächsten wilden Tiere. Wo ich gerade von Tieren rede, ich zeige euch vielleicht mal das Crafting-System. Wir haben erstens mal den Beuterucksack. Da haben wir das Zeugs drin, was ich eingesammelt habe. Das ist jetzt mittlerweile voll mit Leder und irgendwelchen Blättern. Und so Kleinkram, ja, wie wir hier unten sehen können, verkauft sich das für ein paar Dollar. Das kann man dann mit einem Schnellverkauf alles rauswerfen und so wieder Platz schaffen. Was ich etwas ungeschickt gelöst finde, ist, dass die Felle und die Blätter im selben Inventar sind wie das ganze den Kram, den man so aufsammelt, den man nur verkaufen will, weil es gibt einen großen Nachteil. Man hat einen begrenzten Geldbeutel, und dieser Geldbeutel, wenn der mal voll ist, also 1000 von 1000 Dollar am Anfang, dann kann man nichts mehr verkaufen, man kann es nur noch wegwerfen. Und irgendwann füllt sich das Inventar, und wenn ich dann nicht alles manuell wegwerfen will, dann habe ich halt ein Problem. Ich gucke jetzt mal, ob ich was craften kann. Vermutlich nicht. Okay, ich kann leider nichts mehr craften. Wir sehen halt jetzt zum Beispiel, wenn ich hier mal auf den Pfeilköcher gehe, den einfachen habe ich schon gecraftet. Da sehe ich jetzt nicht mehr, was ich für Material dafür gebraucht habe. Es war, glaube ich, Ziegenfell oder so. Und wenn man das mal gemacht hat, kann man den dann erweitern. Und da sind wir jetzt hier unten. Jetzt bräuchte ich Tapirfell. Ich besitze eins und benötige zwei. Das Ganze ist etwas ungeschickt gelöst. Da ich jedes Mal hier ins Menü gehen muss, dann auswählen muss, welche Kategorie ich möchte. Zum Beispiel die Brieftasche, also die Taschen. Ich möchte jetzt mal die Beute, den Beuterucksack auswählen. Dann muss ich in den Beuterucksack gehen. Dann muss ich auf den letzten Punkt im Beuterucksack gehen. Und dann sehe ich erst, was ich für Fell momentan benötige, damit ich da weiter basteln kann. Und dann muss ich hier im nächsten Rucksack gehen, in die nächste Tasche gehen, da wieder zu unterst. Dann sehe ich, Haihaut brauche ich dafür. Okay, dann muss ich hier wieder reingehen, da aufs unterste, Dingofell und so weiter. Es ist, das finde ich etwas dumm gelöst. Was wiederum gut gelöst ist, das Handbuch hier. Wir sehen hier auf einen Blick die Fortschritte des ganzen Menüs. Wir haben hier auch Bevölkerung, also zu jedem Charakter dann noch eine Beschreibung. Und diese Beschreibungen sind meistens extrem lustig oder dumm geschrieben. Also es lohnt sich eigentlich, jede Beschreibung mal durchzulesen. Ich guck mal schnell, wo die Beschreibungen für die Waffen sind. Hier, da haben wir zum Beispiel, was haben wir denn, was ich gerade, okay, nehmen wir die, okay, das hier ist auch gut. Nein, die 6P9. Diese russische Pistole wurde in den groovigen 1960er Jahren von den nicht ganz so groovigen Spetsnaz entwickelt. Die Modelle auf Rogue Island wurden von einem russischen General, der damit seine Rente und seine sein Sexualleben aufbessern wollte, an die örtlichen Piraten verkauft. Der Deal belief sich auf hunderte 6P9 Pistolen, Ersatzteile und Munition und 1000 Nutten pro Tag. Also die ganzen Beschreibungen sind wirklich nicht ernst zu nehmen. Da ist auch mal eine Beschreibung drin, wo dann am Schluss steht, und das ist wohl der dümmste Satz, den ich je geschrieben habe und so ein Zeugs. Also allgemein, das ganze Spiel nimmt sich nicht wirklich ernst. Ah, hier hatten wir das auch schon mit den Kasua, mit dem dummsten Satz. Hier, Kasua sind flugunfähige Vögel, die Rook-Einwohner als wertvolle Tauschware eingesetzt haben. Und das ist wahrscheinlich der lächerlichste Satz, den ich je geschrieben habe.
So eine Beschreibung gibt es dann zu jedem Tier, zu jeder Pistole, zu jedem Relikt, was gibt es noch, zu jedem Ort, zu jedem Transport, was das auch hieß, ah, Transportmittel, okay, dann gibt es zu jedem Tier, habe ich erwähnt, Pflanzenleben gibt es zu jeder Pflanze was, da gibt es einfach wirklich extrem viel Zeugs. Dann haben wir noch ja die Gesamtstatistik, die ich schon gezeigt habe. Und sonst gibt es eigentlich nicht mehr viel Nennenswertes. Es gibt auch immer so ein kleines Video zu allem. Es wird immer alles erklärt mit einem kleinen Video und einem kleinen Text. Das finde ich ganz gut gelöst. Steuerung Fahrzeug wird auch alles so schön beschrieben. Wenn man was sucht, dann findet man es da eigentlich relativ schnell. Das Menü an sich ist aber leider, ja, wie soll ich sagen, etwas konsolenlastig. Ah, da unten ist auch schon ein Schiff gespawnt, also gehen wir doch gleich mal mit dem Schiff weiter. Wir holen uns die Insel zurück. So, im Wasser gibt es dann auch mal, wenn man Pech hat, ein Hai oder so. Also zum ersten Mal, als ich ins Wasser gesprungen bin, bin ich untergetaucht. Als ich dann wieder aufgetaucht bin, also war schon ein Hai an meiner Hand und ich musste da schon ums Überleben kämpfen. Allgemein die Tierwelt und die Flora, Fauna finde ich wirklich stimmig und es macht einfach Bock, durch die Welt zu laufen und Sachen zu erkunden. Wie ihr sehen könnt, ich wollte am Anfang da zum nächsten Missionsziel und bin hier auf dem Wasser gelandet und habe irgendwelche Piraten getötet. Da drüben jetzt auch schon der nächste Aussichtspunkt. Das ist gleichzusetzen wie die Aussichtspunkte in Assassin's Creed. Man muss die Aussichtspunkte einnehmen und dann kriegt man erst die Details auf der Minimap angezeigt, wie ihr hier unten sehen könnt. Es scheint die Minimap hier noch irgendwie irgendwelchen Müll anzuzeigen. Okay, das könnte jetzt etwas mühsam werden mit diesem großen Schiff durch diese kleine Schlucht zu fahren. Was mir auch schon passiert ist, es war irgendwie irgendwelches Grünzeug im Wasser, also ist schon so im Wasser geschwommen. Da wollte ich ins Wasser springen und dann bin ich genau auf ein Krokodil gesprungen, was ich im ersten Moment gar nicht realisiert habe, bis es mich dann gebissen hat. Oh, wieso ist hier ein Toter? Ja, Munition habe ich immer noch keine. Was auch gut gelöst ist, wenn man ins Wasser springt, dann macht man einen Köpfler, wie ihr hier sehen konntet. So, gehen wir wieder aus dem Wasser und ich versuche da mal da hochzukommen. Man kann auch überall hochklettern, wo halt diese Stellen vorgegeben sind, meistens zu erkennen an den, ja, Lianen, die da noch runterhängen. Da hören wir auch schon ein Auto. Mal gucken, was das ist. Okay, das waren Feinde. Glücklicherweise haben die mich jetzt nicht gesehen. Und hier scheint auch schon das nächste Auto am Straßenrand geparkt zu sein. Also das sollte man nicht hinterfragen, weil es hier an jeder Ecke ein Auto hat. Achtet mal auf die Musik im Auto. Je nach Auto und ja, eigentlich immer wechselt die Musik. Also jedes Auto hat andere Musik und es gibt so gewisse, oh, es gibt halt Reggae und auch mal, oh, etwas Techno. Okay, vielleicht sollte ich da mal etwas Abstand gewinnen. Oh shit, da ist auch schon ein Außenposten. Ah nee, die haben ein Auto geschrottet. Geil. Ja, es kann halt sein, dass irgendwo dann mal wieder eine Straßensperre ist und dass die da die Straße kontrollieren. So stößt man eigentlich immer wieder auf irgendwelche Gegner, die man dann überfahren kann.
wenn ich da mal kurz Abstand gewinnen kann, muss ich mal gucken, wo ich mich denn jetzt nun eigentlich befinde. So, ups. Ja. Also im Urwald, wenn man da rumläuft, kann es auch gut mal sein. Okay, ich bin weit daneben. Ich glaube, ich mache es einfach mal per Schnellreise, sonst komme ich ja gar nie zu einer Mission. Okay, und das Spiel hat sich aufgehängt. Das ist mir jetzt zum ersten Mal passiert. So, also, wo sind wir denn hier gelandet? Gucken wir mal schnell. Ah, okay, wieder hier oben. Neben dem Funkturm, wo wir schon zweimal jetzt aufgewacht sind. Also nehmen wir doch gleich mal den Paraglider, das haben wir auch noch nicht gesehen. Ich habe nicht Full HP, also gucke ich mal, ob ich das auch im Gleiten hier auch mal machen kann. Nee, das geht anscheinend nicht. Normal im Auto, wie wir auch schon gesehen haben, nimmt er dann die Kugel mit den Zähnen aus dem Fleisch raus und spuckt die weg. Es gibt ziemlich viele, manche auch brutale. Es hat nicht brutale Szenen, wie ich mich heilen kann. Das hier ist noch die harmloseste. Also es gibt schon Fingerbrechen bis Armbrechen. Recht viel verschiedene Szenen. Was man aber auch dann nach ein paar Stunden gesehen hat. Trägt aber auch wirklich zur Stimmung bei. Jetzt hier in der Wildnis muss ich aufpassen, dass mir nicht plötzlich ein Tiger oder sogar ein Bär anspringt, das auch ganz gut mal vorkommen kann. Die Tiger halten schon recht viel aus und wenn man da nicht vorbereitet ist, ja, dann ist man dann schnell mal tot. Ah, Mist, die Schweine haben mich gesehen. Naja, ich töte die jetzt einfach mal so. Und dann halten wir das Schweinsfell. Komm her. So. Was ist da unten? Ah, nochmal Schweine. Okay, die brauchen wir nicht mehr. Die Schweine sind ganz am Anfang notwendig. Und das ist auch... Ich empfehle es euch dringend, zuerst mal die Tiere zu jagen, weil sonst könnt ihr nur eine Waffe tragen und ihr könnt nur halt $1000 mitnehmen, was extrem wenig ist. Und Waffen kaufen, davon rate ich generell eigentlich ab, weil ihr sowieso alles gratis kriegt, wenn ihr die Mission weitermacht. Scheint nicht gerade zu florieren. Es ist leicht und alles ist egal. Ja, alles ist egal. Alles ist egal. So, gucken wir mal, was hier in dieser Siedlung los ist. Eine Marionette zu sein ist leicht. Aber es gefällt mir, eine Marionette zu sein. Es ist leicht und alles ist egal. Ja, alles ist egal. Okay, der scheint etwas wahnsinnig zu sein. Wie auch schon viele andere auf dieser Insel. Da ist es ja. Ich muss den Mann in Weiß finden. Zu dem Mann in Weiß? Okay, die scheinen hier alle irgendwie weg zu sein. Der Mann in Weiß, den habe ich in der Halluzination gesehen und den muss ich jetzt hier finden. Weil der mir dann vermutlich weiterhelfen kann. Das da hinten scheint auch zu schon. Schon wieder das Weißbrot. Immer erzählst du die Geschichte, wenn wir spielen. Wovon redet ihr, verdammt? Das Weißbrot entkommt aus Wars Gefängnis, dreht durch und killt Leute mit seiner Machete. Das wäre ich. Von allen Versionen der Story ist das die beschissenste. Wo bleibt das Drama? Klingt, als müsste heute eingreifen, wenn das stimmt. Heute würde den sofort kalt machen, das ist mir klar. Wahrscheinlich sogar mit seiner eigenen Machete. Hat er ja schon mit dem Minenbesitzer gemacht. Heute ist er ein Künstler. Der Typ kriegt was Besonderes. Habe ich recht? Wie meintest du noch, sieht er aus? All in.
gespielt. Das ist der Typ aus meiner Vision. Der führt mich sicher zu Keith und Oliver. Okay, also folgen wir dem Mann. Also das habe ich jetzt auch noch nie, soweit bin ich ja auch noch nicht. Das ist die nächste Mission. Der Schlüssel, ich weiß es. Citra hat die Angriffe verstärkt. Warum? Böses Blut. Heute bot war's Geld. Er darf mich nicht sehen. Okay, er darf mich also nicht sehen. Das heißt Schleichmission. Hi. Mal nicht überstürzen. Immer schön ein Problem nach dem anderen. Außerdem regnet es vielleicht bald. Noch ist die richtige Jahreszeit dafür. Haben wir eine Wahl? Ich muss nachdenken. Wir müssen handeln. Die Missionen, die variieren auch ganz gut. Also hier die Schleichmission und vorhin war halt auch mal Missionen. Vor allem am Anfang waren auch Missionen, wo man einfach mal alles töten muss. Also die Infos zu deinen Freiern. Damit man auch die Spielemechanik und so mal ein bisschen Gefühl dafür kriegt. Hier ist dein Geld. Bring ihn hier rein oder werf ihn los! Mein Preis ist gelogen. Hey. Meinst du, ich lüge dich an? Hey, ganz ruhig. Wärst du vielleicht interessiert? Ich muss heute arbeiten. Müssen wir alle, Baby. Okay, das hier scheint eine Nutte zu sein. Aloha. Geh und frag rum, los. Du kannst jeden fragen. Die werden es dir sagen. Oh Mann, hat er mich gesehen? Nein, ich muss an ihm dranbleiben. Du wirst echt alt. Oh. Scheißegal. Ja, toll, was für einen Abstand muss ich denn einhalten? Es geht mir nicht gut. Ja, toll, folge dem Mann. Okay. Oh, da hatten wir nochmal Glück. Was auch geht, wenn man rennt und sich dann gleich hinhockt, dann schlittert man halt so über den Boden. Was auch im Multiplayer funktioniert. Hast du mich gesehen? Oh. Nein. Nein. Du wirst echt alt. So. Nochmal Glück gehabt. Muss mit dem Schritt halten. Naja, das Schleichen ist jetzt nicht allzu schwer. Auch die Wachen oder so, wenn man sich in den Büschen etwas versteckt, dann finden die eigentlich nie, wo ich mich verstecke. Also es ist schon relativ leicht, sich aus einem Kampf so zurückzuziehen, wenn man denn das möchte. Okay, also gehen wir mal rein. Du hast 10 Sekunden, mir zu sagen, wer du bist, bevor ich das C4 unter dem Tisch fernzünde und der ganze Laden explodiert wie eine Polyurkampus. Jesus! Glaube ich nicht. 5 Sekunden. Jason Brody. Echt? Ja. Du bist Snow White. Ja oder nein? Bei welcher Antwort werde ich gesprengt? Ein Pragmatiker. Sehr gut. Aber bist du auch ein Patriot, Jason Brody? Es ist so. Ein echter Patriot hält sich nicht nur die Hand auf die Brust, wenn die Hymne im Stadion spielt. Das ist echt was für Schwuchteln. Nimm's nicht persönlich. Ein echter Patriot saugt am Nippel von Lady Liberty. Hört er vom Tod eines Kameraden im Krieg, fragt der echte Patriot, haben wir gesiegt? Und feiert dann die Verkündung des Sieges. Also, bist du ein echter Patriot oder einer von diesen Hippies, die rumheulen, wenn's im Jeansladen keine Einstecktücher mehr gibt? Ein echter Patriot. Bingo. Genau das wollte ich hören. Übrigens, was hat deinen Kumpel Oliver Caswell und Keith Ramsey finde ich auch noch. Warum suchst du nach ihnen? Es ist mein Job, hier über alles Bescheid zu wissen. Ich kann dir helfen, aber du musst mitspielen. Es gibt da was ich suche. Wir tauschen dann. Okay. Ah, okay. So viel dazu. Also scheint das auch ein spezieller Mensch zu sein. Jason! Was bist du? Irgend so ein Spion? Kann ich weder bestätigen noch dementieren. Kleiner Spaß. Ich arbeite für Langley, Agent Willis Huntley. Großartig. Ich brauche Hilfe von der Armee und der Regierung. Das geht nicht. Bin angebettet, hab gar keinen Kontakt zur Hauptzentrale. Du bist allein hier?
Nein, scherzt du? Ich habe ein ganzes Team. Die sind im Einsatz, aber bald zurück. Diese Scans von ihnen stechen direkt in ein fettes Wespennest. Ich kann dir nicht mehr sagen, aber glaub mir, es ist groß. Sehr groß. Klingt groß. Ich brauche aber Infos. Von der Quelle. Oh, geil. Flammenwerfer. Ein tolles Ding. Das haben die im Krautland entwickelt. Hoyt Volker ist der Boss eines guten alten Freundes von dir. Was? Er ist gleichzeitig der Kopf des größten Menschenhändlerrings im Südpazifik. Und zusätzlich baut er Drogen an. Wenn wir also seine Felder anzünden und sein Boot, kommt er rüber auf diese Insel gepaddelt. Dann hab ich, was ich will. Und wir erfahren mehr über deine Freunde. Kapisch? Naja, sowas können echt nur Italiener sagen. Echt nur Italiener. Ist genauso italienisch wie Bunga Bunga. Ja, du weißt schon. Okay, das war eine Anspielung auf Berlusconi. Egal. Hier ist das Teil. Wow. Danke. Genau das will ich hören. Vergiss das Boot nicht. Ja, na klar. Ich vertraue dir bei der Sache mit Hoyt. Ja, wie ihr auch sehen könnt, es... ich möchte eigentlich diese Waffe weghaben. Genau. Es gibt schon ziemlich viel verschiedene, relativ komische, ja, Menschen. Ich spiele mit, aber nur so lange, wie es mir bei meiner Suche hilft. Okay, und auch den Doktor, den man am Anfang trifft. Ja, da weiß man nicht genau, ist der jetzt auf Dauerdroge oder hat der schon sonstige Probleme? Jason, hast du was gefunden? Die Vision hat mich zu dem Mann in Weiß geführt. Der Kerl ist ein Spion oder sowas. Komisch. Von so einem habe ich auf der Insel noch nie gehört. Er hat mir von Vars Boss erzählt. Hoyt. Hoyt Volker. Halt dich fern von dem, Jason. Vars ist vielleicht verrückt, aber alles Böse auf der Insel kommt von Hoyt. Er hat Vars den Verstand rausgepustet. Er hat alles in der Hand hier. Wow. Okay, ich pass auf. Ja, und der Dennis, das ist der, der hat mich halt am Anfang aus dem Wasser rausgeholt, wenn man da mal flüchten muss vom Vars. Ich glaube... Okay, ein Auto finden wir vielleicht da oben. Gehen wir einfach mal gucken. Oh, Glück gehabt. Nehmen wir mal meine... Ah, ich kann das noch nicht rausnehmen, weil ich noch zu nah am Dorf bin. So. Nehmen wir das Auto und dann gehen wir mal rüber und fackeln die Hanfplantage ab. Allgemein muss ich sagen, wenn man sich die ganzen Trailer angeschaut hat und die Tests von den verschiedenen Magazinen wie GameStar und Giga und so, dann wird man bei den Missionen halt, also auch ich jetzt noch, denke immer, ah, diese Szene habe ich noch nicht gesehen, ah, wann kommt das, und es wurde, wie ich finde, einfach etwas zu viel von der Story schon in den Trailern gezeigt, halt immer diese Schlüsselsequenzen werden in den ganzen Trailer gezeigt, und man weiß dann halt auch schon von ziemlich vielen Ereignissen, dass sie dann irgendwann mal passieren müssen, und das raubt einem auch schon etwas vom Spaß. Aber insgesamt ist es wirklich ein extrem lustiges Spiel, das auch sehr viel Zeit fressen kann. So, also gehen wir hier mal, schleichen wir uns mal hier hin. Okay, die suchen jetzt schon nach mir. Es kann auch sein, dass das... Also hier ist ein... Ah, okay. Hier sind zwei Hunde. Und diese Hunde können... Also auch Tiger und so. Es kann auch gut mal sein, dass die einfach mal die Leute von Vars angreifen. Das
oder auch wild jagen, andere Tiere angreifen. Es gibt ein richtiges Eigenleben auf der Insel. Probieren wir doch dann Flammenwerfer mal aus. Wo ist der andere hier? So. Also gehen wir runter. Ich probiere mal den Flammenwerfer. Heilige Scheiße, ist das Ding geil! Und dazu noch passende Musik. Und wie ihr sehen könnt, das Feuer breitet sich wieder aus. Wie auch schon in Far Cry 2. Oh oh. Ah, ich hätte schon fast selber Feuer gefangen. Ah, nice. Ach, da ist noch mehr Drogenfelder. Okay. Jetzt können wir... Oh oh. Das ist echt viel Gras. Können wir die Gegner markieren mit meiner Kamera? Damit wir die umgehen können. Ich versuche mal noch einen Stealth-Kill hinzulegen. Man kann auch mit einem Stein ablenken, was ich dann auch gleich mal versuche. Oh oh. Jetzt anscheinend noch Hunde. Oder habe ich... Nee, es hat hier auch Hunde. Jetzt gehen da alle hin und gucken, was da ist. Und ich kann einen Takedown legen. Die haben mich noch nicht gesehen, das heißt, ich kann auch gleich mal nochmal ein... Oh oh, Glück hab. Nochmal ein Takedown. Den lenken wir auch noch ab. Oh shit. So. Also zünden wir die Felder noch schnell an. Ja, ich liebe das Teil. Oh oh, da sind auch schon die anderen. Die haben mich auch noch nicht gesehen. Die könnte ich jetzt eigentlich noch überraschen. Eins weniger, oder warte. Mehr, voll geil. Oh shit. Und Kakun. Schnell mal hier heilen. Und tot. Na, klasse. Gucken wir mal schnell, wo ich jetzt lande. Falls ich jetzt irgendwo weit weg lande, dann werde ich nicht mehr hinrennen und sonst machen wir die Mission noch. Ah, klasse. Na, das scheint doch noch. Irgendwo ist doch noch einer. Das ist echt viel Gras. Das Killsystem habe ich auch noch gar nicht gezeigt. Meine Güte. Scheiße, und der Hund ist auch noch da. Mist. Ah, Mann. Okay, wir machen das auf alternative Weise. Ich spreng alles in die Luft. Now greetings to the world.
Habe ich noch Molotow-Cocktail? Das ist echt Nein. viel Gras. Oh shit, ich brenne selber. Oder habe kurz mal selber gebrannt. Ja, komm her. Oh Mist. Ja, es fängt ziemlich schnell alles mal Feuer. Gucken wir, dass wir das hier auch noch entzünden können. Okay. Gehen wir gleich mal weiter. Eins weniger! Oh shit. Noch drei mehr. Voll geil. Das war Nummer drei. Mann, ich liebe dieses Ding. Und Nummer vier geht in Flammen auf. So, jetzt muss... Okay. Da unten ist auch schon einer. Nehmen wir mal die Waffe. Hi. Oh oh. Schnell mal heilen. Okay, und die Hütte fängt auch gleich mal Feuer. War ja klar. Und wir nehmen das letzte Feld jetzt mal aufs Korn, wenn ich hier nochmal hochkomme irgendwie. Ohne dass ich da durch alle durchrennen muss. Shit. So, und zünden das hier mal an. So, das brennt auch. Jetzt können wir uns einfach mal aus dem Stau machen. Ja, wie ihr sehen könnt, habe ich jetzt schon ziemlich oft immer dieselbe Wunde wieder verbunden. Ja, komm her. Komm mal. Ja, wie sich das Feuer ausbreitet, das könnt ihr ja selber sehen. Also ich find's einfach genial, es sieht wirklich gut aus. Hier nehmen wir noch eine. Oh, okay. Ah, klasse. Nummer 5 hat sich voll gelohnt. So. Okay, was müssen wir noch? Das Boot, oder? Okay, das könnte auch mal kritisch werden. Oh, shit. Und jetzt zu dem Boot! Schnell mal heilen. Okay, das Boot habe ich auch noch erwischt. Scheiße. Ach so, das Boot müsste ich jetzt mit einem RPG, also Raketenwerfer, ausschalten. Naja, dafür hat es jetzt nicht mehr gereicht. Dafür müsste ich jetzt erstmal die Munition holen. Oh, vielleicht bin ich da und muss... Ah, okay. Na, klasse. Richtige Munition hat es halt wieder mal fast nicht. Ich zeige euch jetzt noch schnell... Die Fähigkeiten,
Das sind diese drei Skilltrees. Man kann in allen drei gleichzeitig skillen. Das ist nicht wie bei... Okay, WoW hat jetzt auch ein neues Skillsystem. Das ist auch etwas speziell. Ja, bei Oldschool-Spielen war halt so, man entschied sich eigentlich für einen Skilltree. Und man konnte dann meistens nur in dem Skilltree dann leveln. Hier ist es so, es wird immer je nach Missionsstand dann weitere Dinge, also weitere Punkte freigeschaltet. Ich könnte jetzt diese zwei hier noch freischalten. Also das hier kann ich nur freischalten, wenn ich entweder das oder das freischalte. Wenn ich das recht sehe. Ah ne, nur wenn ich das ab nur tauche freischalte, kann ich da auch weiter skillen. Und dann halt durch die Missionsanlimite kann ich dann nicht einfach nur Nebenmissionen machen und alles komplett auskillen, was ich eigentlich ganz gut finde. Machen wir das mehrere Takedowns. Hier sehen wir auch ein kleines Video. So würde das dann auch aussehen. Okay, dann haben wir noch... Ah, okay. Also dem Gegner, die den Granatenstift aus der Granate ziehen, die er noch an der Hüfte hat, und ihn dann wegstoßen, damit er sich selbst in die Luft sprengt. Und ich habe noch drei weitere Skills. Also gehen wir mal gezieltes Nachladen. Dann gucken wir mal, was das hier ist. Ja, Treffsicherheit ist gut. Tod von unten. Seilrutsche, das ist gut. So. Und je nachdem, wie ich halt hier skille, entwickelt sich mein Tattoo weiter. Und das Tattoo zeigt uns dann halt auch immer unseren Stand an, und das ist auch so als Repräsentation, was für einen Krieger ich im Stamm bin, also ob ich schon viel erledigt habe oder nicht, und je nachdem wird man dann mit mehr Respekt behandelt. Machen wir nochmal das mit dem Boot. Oh shit, das war ja auch schon ein Juggernaut. Das heißt, das ist ein extrem starker Gegner. Alter. Oh Mist. Naja, da müsste ich jetzt mit etwas Abstand das ganze Camp mal überall alles erforschen, die ganzen Leute markieren. Das möchte ich euch nicht mehr zeigen. Das könnte langweilig werden. Ihr habt schon... Also ich habe schon viel zu lange jetzt aufgenommen. Ich glaube, ich breche dann hier mal ab. Also so als Ersteinblick, wäre 55 Minuten auch schon, ja, nicht mehr ganz so als Ersteinblick anzusehen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Falls ihr Spaß an diesem Zeig uns hattet oder allgemein, wenn ihr noch mehr Videos sehen möchtet von anderen Spielen, dann abonniert mich doch bitte und oder lasst mir ein Like da, je nachdem, was halt euch gefallen hat. Sonst lasst ihr halt ein Dislike da. Ich danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.